Wie kann ein potenzieller Kunde auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden? Gibt es eine Möglichkeit, einen Stand an einer Messe oder einem Event spannender zu gestalten? Wie kann man einen Kunden im Laden an einem Spiel teilnehmen, wo er auch etwas gewinnen kann? Eine einfache Möglichkeit bietet zum Beispiel ein traditionelles physisches Glücksrad. Doch die müsste man jedes Mal mieten und je nach Größe verhöht sich auch der Transportaufwand. Aber auch Bereiche wie die Anzahl und Gestaltung der einzelnen Felder sind eingeschränkt. Zudem muss die Beschriftung des Gewinns, wenn sich Preise ändern, auf eine billige Art angepasst werden. Darum bietet Content Makers ein digitales Glücksrad an. Dabei kann das Glücksrad nach einem firmenspezifischen Corporate Design gestaltet und angepasst werden. Zudem wird der Transportaufwand signifikant verringert und die einzelnen Gewinnfelder können zum Beispiel je nach Promotionsprodukt oder Saison angepasst werden. Außerdem ist die Gestaltung vom Glücksrad völlig frei. Sollte zum Beispiel der Hauptgewinn rausstechen, kein Problem. Das Glücksrad von Content Makers kann über ein Touchdisplay bedient werden oder wenn kein Touchscreen zur Verfügung steht, auch per Mausklick. Bekanntlicherweise ruft ein erfolgreiches Gewinnspiel beim Kunden das Glücksgefühl aus, das die Sympathie zum Unternehmen erhöht. Gratuliere, du hast nur das Beste gewonnen! Wenden Sie sich an uns für eine Offerte oder ein Musterbeispiel. Bist du ein unentdecktes Talent? Wir geben dir die Möglichkeit, live vor dem Publikum aufzutreten. Wo, fragst du dich? Ja, natürlich an der Berufsmesse in Zürich. Unser Stand, die Berufswahl Stage und die Bühne ist gerade in der Eingangshalle. Wenn? Am Samstag, 27. November, zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Dein Auftritt wird nicht nur vor Ort, sondern auch live auf YouTube ausgestrahlt. Dort kannst du dein Video nämlich auch später noch nachschauen können. Es ist egal, ob du singen, tanzen, jonglieren oder auch weiteres gut kannst. Melde dich einfach mit einem Foto, deinem Namen und deinem Alter bei info@contentmakers.ch. Schick uns, wenn möglich, eine Kostprobe von deinem Talent. Wir freuen uns auf dich! See you! Herzlich willkommen zu der Top Edition 288. Du schaust jetzt Videogang. Doch das Glück hat nicht jeder, denn es gibt viele sehbeeinträchtigte Personen. Mehr siehst du jetzt in meinem Bericht über die sehbehinderten Personen. Wir Menschen haben 5 Sinn: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Doch dass man etwas sieht, ist nicht selbstverständlich. Denn rund 377'000 Menschen sind in der Schweiz sehbehindert. Und 55'000 sind davon ganz blind. Nach dem Gesetz gilt man als blind, wenn man auf einem besseren Auge nicht mehr wie 2% Sehvermögen hat. Es gibt 3 Arten von Sehvermögen. Die erste Art sind die Geburtsblinden. Sie haben noch nie etwas in ihrem Leben gesehen. Die zweite Art sind die Späterblindeten. Sie sind entweder im Verlauf des Lebens erblindet oder haben eine Krankheit oder einen Unfall gehabt. Die dritte Art sind die gesetzlichen Blinden. Das sind die Menschen, die weniger als 2% Sehvermögen haben. Sehr oft kommt die Frage, was sieht man recht, wenn man blind ist? Doch die Antwort darauf ist, es kommt darauf an, wie man erblindet ist. Personen, die im Laufe des Lebens erblindet sind, sehen entweder eine Farbe oder einfach nur schwarz. Aber wenn man zum Beispiel die Farbe rot sehen würde, ist es recht anstrengend, weil man kann ja nicht einfach die Augen zumachen, sodass man die Farbe nicht mehr sieht. Menschen, die seit Geburt an blind sind, sehen einfach nichts. Also sie wissen nicht, was sie sehen, weil sie haben ja noch nie etwas sehen können. Es gibt aber auch sehbehinderte Personen, die Helligkeit und Dunkelheit unterscheiden können. Was ich sehr beeindruckend finde. So, um euch noch einen besseren Einblick zu geben, habe ich mich schlau gemacht und habe mich mit ein paar sehbehinderten Personen verabredet. Sie durfte ich einen Tag lang begleiten. Mitglieder vom Blindenverein sind zusammen in Glarus ins Anna Göldi Museum. Nur schon den Weg auf sich nehmen ist eine Herausforderung.
Kaum sind wir im Anna-Göldi-Museum angekommen, haben wir eine interessante Einführung bekommen. Nach der Einführung haben wir uns dann auf den Weg gemacht, die verschiedenen Gestaltungen im Museum zu entdecken. Die blinden Personen haben im Museum natürlich nicht können sehen. Sie haben aber eine Begleitperson gehabt, die ihnen alles eins zu eins erklärt hat, sodass die sehbehinderten Personen trotzdem Interesse und Freude gehabt haben. Zum Teil haben die blinden Personen auch noch Kreaturen können anlangen und das Ganze können besser nachvollziehen. Wir haben uns gefragt, was für Schwierigkeiten die blinden Leute im Alltag haben. Hauptsächlich Schwierigkeiten habe ich, dass Sachen zum Teil schlecht, zu klein oder gar nicht angeschrieben sind oder vor allem zu klein angeschrieben sind. Und halt auch im Strassenverkehr, ja, muss ich ehrlich sagen, die zunehmende Individualisierung. Jeder will halt möglichst für sich schauen und man tut auch zu wenig an uns denken. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Nicht einmal die Behinderung macht ein Problem, sondern Behinderung durch Gesellschaft, wenn es auf Recht sein darf, ist eigentlich das Hauptproblem. Wenn man nicht an uns denkt, sagen beispielsweise jetzt in den letzten Jahren mit den Elektro-Trottinetten, dass man einfach die Trottinette einfach herstellt aufs Trottoir, völlig unbedacht und ja, man denkt einfach nicht, man hört auf fahren, man stellt es her, was gerade ist und fertig. Man denkt daran, dass jemand auf dem Trottoir vielleicht nicht könnte gut oder gar nichts sehen und das könnte ein Hindernis darstellen. Genau so sollten wir das nicht machen. Am Schluss hat es noch eine Fragerunde gegeben, wo sie alle ihre Unklarheiten haben können fragen. Nach der Fragerunde haben wir uns auf den Weg gemacht zum Mittagessen. Während die Sehbehinderten zum Mittag gegessen haben, haben wir uns leider auch schon wieder auf den Heimweg machen. Doch wir haben uns noch gefragt, was wünschen sie echt für die Zukunft? Ja, dass natürlich Behinderung möglichst nicht stärker wird und dass vielleicht die Medizin auch Fortschritt macht und gewisse Sachen könnte verringern, beheben. Das ist ein bisschen utopisch, aber vielleicht verringern. Und eben auch Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen mehr hellhörig wird und vielleicht nicht immer nur redet von aufeinander zugehen und schöne Demonstrationen macht, sondern auch vielleicht einfach im Alltag vielleicht ein bisschen mehr daran denkt. Schlussendlich kann man sagen, dass es nicht einfach ist, blind zu sein. Also nehmt doch in Zukunft ein bisschen mehr Sorge auf die sehbehinderten Personen. Gehst du an die Berufsmesse in Zürich? Falls du dort durchbekommen solltest, dann komm an den Stand der Content Makers. Dort kannst du uns im Glücksrad drehen und nur mit ein bisschen Glück wirst du deinen Durst mit erfrischenden Getränken wie Focus Water, Vivi Cola oder Sinalco Fresh können stillen. Du kannst aber auch Darvida oder Wernli Gutzli gewinnen. An der Berufswahl-Stage hat es viele Prominente, wie zum Beispiel den SRF-Moderator Sandro Brotz, dem Sänger Luca Fischer und der Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Was man sonst noch alles beim Glücksrad gewinnen kann und was sonst noch alles für Gäste auf unserer Bühne werden sein, erfährst du nächste Woche. Ich verrate nur eins. Es werden auch Eishockey-Spieler dabei sein. Bist du ein unentdecktes Talent? Wir geben dir die Möglichkeit, live vor dem Publikum aufzutreten. Wo, fragst du dich? Ja, natürlich an der Berufsmesse in Zürich. Unser Stand, die Berufswahl-Stage und die Bühne ist gerade in der Eingangshalle. Wann? Am Samstag, 27. November, zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Dein Auftritt wird nicht nur vor Ort, sondern auch live auf YouTube ausgestrahlt. Dort kannst du dein Video nämlich auch später noch nachschauen können. Es ist egal, ob du singen, tanzen, jonglieren oder auch weiteres gut kannst.
melde dich einfach mit einem Foto, deinem Namen und deinem Alter bei info@contentmakers.ch. Schick uns, wenn möglich, eine Kostprobe von deinem Talent. Wir freuen uns auf dich. See you! Und jetzt folgt der Classics-Bericht aus dem Jahr 2000 über das Thema Schönheit. Nicht jeder Mensch gibt es zu, aber sind wir doch ehrlich, jeder will schön sein. Aber was ist denn eigentlich Schönheit? Schönheit ist etwas vom Höchsten, was es überhaupt gibt. Wenn er vielleicht eine perfekte Figur hat. Ja, was Menschen kann beeindrucken. Also es kommt auf das Bein, kommt aufs Aussehen drauf an, aber es kommt auch auf den Charakter drauf an. Sehr, ja. Es ist manchmal erblindend. Natürlich zu sein. Findest du bist natürlich? Ich? Ja, mehr oder weniger. Vielleicht ein bisschen zu viel Make-up. Kommt man besser an, wenn man sich schminkt oder wenn man sich eher natürlich gibt? Lieber ungeschminkt. Das gehört einfach dazu im Leben, sich schön machen und so. Wieso fühlst du dich unwohl, wenn du ungeschminkt bist? Ja, ich weiss auch nicht, es fehlt dann einfach irgendetwas. Wenn es viel geschminkt ist, stimmt doch. Wenn es draußen ist, muss es schon geschminkt sein. Also. Wir haben nachgefragt, warum sich auch Männer schminken. Nur wenn es einen Schnitt hat oder so vom Rasieren. Wenn jemand schön aussieht, dann sieht er schön aus. Ja, Scheissdreck. Ich finde, Schminke gehört nicht zu einem Mann. Wenn es zu fest geschminkt ist, oder, wachst du am Morgen auf neben dir und schaust sie an, dann kennst du sie nicht mehr. Das ist dann schon krass. Unsere Meinung zur Schönheit nach dieser Umfrage. Top ist, wenn man sich natürlich gibt. Flop ist, wenn man sich überschminkt. Doch ein bisschen Make-up ist immer willkommen und hilft, die natürliche Schönheit ein bisschen mehr zu betonen. Gehst du an die Berufsmesse in Zürich? Falls du dort durchbekommen solltest, dann komm an den Stand der Content Makers. Dort kannst du uns im Glücksrad drehen und nur mit ein bisschen Glück wirst du deinen Durst mit erfrischenden Getränken wie Focus Water, Vivi Cola oder Sinalco Fresh können stillen. Du kannst aber auch Darvida oder Wernli Gutzli gewinnen. An der Berufswahl Stage hat es viele Prominente, wie zum Beispiel der SRF-Moderator Sandro Brotz, dem Sänger Luca Fischer und der Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Was man sonst noch alles beim Glücksrad gewinnen kann und was sonst noch alles für Gäste auf unserer Bühne werden sein, erfahrst du nächste Woche. Ich verrate nur eins, es werden auch Eishockey-Spieler dabei sein. Bist du ein unentdecktes Talent? Wir geben dir die Möglichkeit, live vor dem Publikum aufzutreten. Wo, fragst du dich? Ja, natürlich an der Berufsmesse in Zürich. Unser Stand, die Berufswahl Stage und die Bühne ist gerade in der Eingangshalle. Wann? Am Samstag, 27. November. Zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Dein Auftritt wird nicht nur vor Ort, sondern auch live auf YouTube ausgestrahlt. Dort kannst du dein Video nämlich auch später noch nachschauen können. Es ist egal, ob du singen, tanzen, jonglieren oder auch weiteres gut kannst. Melde dich einfach mit einem Foto, deinem Namen und im Alter bei info@contentmakers.ch. Schick uns, wenn möglich, eine Kostprobe von deinem Talent. Wir freuen uns auf dich. See you! Und das war es leider auch schon mit der Top Edition 288. Wir sehen uns in 2 Wochen mit der neuen Ausgabe. Falls du wissen willst, wie zum Beispiel der Sandro Brotz, der Joel Grollimund und der Victor Giacobbo zu ihrer Karriere gekommen sind, dann komm vom 23. bis 27. November an die Berufswahl Stage an der Berufsmesse in Zürich. Und das war es. Ciao zusammen!
Wie kann ein potenzieller Kunde auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden? Gibt es eine Möglichkeit, einen Stand an einer Messe oder einem Event spannender zu gestalten? Wie kann man einen Kunden im Laden an einem Spiel teilnehmen, wo er auch etwas gewinnen kann? Eine einfache Möglichkeit bietet zum Beispiel ein traditionelles physisches Glücksrad. Doch die müsste man jedes Mal mieten und je nach Größe verhöht sich auch der Transportaufwand. Aber auch Bereiche wie die Anzahl und Gestaltung der einzelnen Felder sind eingeschränkt. Zudem muss die Beschriftung des Gewinns, wenn sich Preise ändern, auf eine billige Art angepasst werden. Darum bietet Content Makers ein digitales Glücksrad an. Dabei kann das Glücksrad nach einem firmenspezifischen Corporate Design gestaltet und angepasst werden. Zudem wird der Transportaufwand signifikant verringert und die einzelnen Gewinnfelder können zum Beispiel je nach Promotionsprodukt oder Saison angepasst werden. Außerdem ist die Gestaltung des Glücksrads völlig frei. Sollte zum Beispiel der Hauptgewinn rausstechen, kein Problem. Das Glücksrad von Content Makers kann über ein Touchdisplay bedient werden oder wenn kein Touchscreen zur Verfügung steht, auch per Mausklick. Bekanntlicherweise ruft ein erfolgreiches Gewinnspiel beim Kunden das Glücksgefühl aus, das die Sympathie zum Unternehmen erhöht. Gratuliere, du hast nur das Beste gewonnen! Wenden Sie sich an uns für eine Offerte oder ein Musterbeispiel. Bist du ein unentdecktes Talent? Wir geben dir die Möglichkeit, live vor dem Publikum aufzutreten. Wo, fragst du dich? Ja, natürlich an der Berufsmesse in Zürich. Unser Stand, die Berufswahlstage und die Bühne ist gerade in der Eingangshalle. Wenn? Am Samstag, 27. November, zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Dein Auftritt wird nicht nur vor Ort, sondern auch live auf YouTube ausgestrahlt. Dort kannst du dein Video nämlich auch später noch nachschauen können. Es ist egal, ob du singen, tanzen, jonglieren oder auch weiteres gut kannst. Meld dich einfach mit einem Foto, deinem Namen und deinem Alter bei info@contentmakers.ch. Schick uns, wenn möglich, eine Kostprobe von deinem Talent. Wir freuen uns auf dich. See you!